So, ein bisschen zügig fahren, weil wir haben ja keinen Verkehr gerade hier. Das ist alles wunderbar, alles nice, alles schön. Guck Hallo. mal rein hier. Mahlzeit. Mahlzeit. Hallo, guten Tag. Balabia, Rampensau Erna. Erna, die absolute Rampensau. Am Wasserturm. Okay, am Wasserturm. So, wir sind schon pünktlich. Die Frage ist, können wir diese Pünktlichkeit halten? Schön wär's. Aber man weiß es nicht, nicht wahr? Ja, das geschieht ja auch nicht oft, dass ich direkt mal zwei Linien hintereinander fahre. Aber für alles gibt es ein erstes Mal. So, von da hinten kommt keine Ahnung, wechseln wir mal eben die Spur. Das ist das Schöne bei dem Bus, da kannst du direkt mal in den Spiegel gucken. Und da hinten sehen wir noch mehr Feuerwerk. Es wird geknallt, was das Zeug hält. So, jetzt sehe ich natürlich mal wieder die Ampel nicht. Jetzt aber. Ich muss mal eben kurz einen Blick riskieren in meine Flöte. Ja, gut, da ist noch genug drin. Jetzt mal gucken, ob wir hier noch sauber rumkommen. Weil es ist auch ein bisschen eng gebaut, manchmal. Wenn man das falsch nimmt, zumindest. Aber wir sind ja gut. Wir schaffen alles. Hi. Guten Tag, Herr Borchardt. Hallo. Einmal Kurzstrecke, bitte. Jo. Recht schön. Bitte schön. Zack, Türe zu, weiter geht's. Haben wir ein bisschen zu tun hier. Genau. Ja, wir sind jetzt auch schön auf dem Weg, Ruhe auch wieder zu verlassen. So einmal in die Vororte.
In circa 100 Metern müssen wir rechts abbiegen. Okay. Dann machen wir das. Zack. Ach, und hier ist die Hölle los. Meine Fresse. Kriege ich euch überhaupt noch alle mit? Guten Tag, Herr Bus. Hey. Guten Tag. Hallo. Nochmal. Guten Tag. Für den Tagesausflug heute bräuchte ich eine Tages. Dankeschön. Okay, Josh macht einen Tagesausflug. So, wir sind very pünktlich, das ist schön, das gefällt mir. Wenn wir das natürlich halten können, wäre es umso besser. So, jetzt kommt mal Heidhausen. Wo wir angenehm grün haben, das gefällt mir auch. Hallo. 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 Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Danke. Ich hätte Hallo. Gerne einmal Schüler. Danke. Und es ist wirklich Wahnsinn, was los ist. Ich habe Menschen überfahren. Naja, egal. Den habe ich nicht gesehen. Wer weiß, wo der herkam. Das ist wahrscheinlich auch wieder so einer, ne, wenn er aussteigt und dann spawnt. Einmal durch den Bus, bitte. So, wir kriegen direkt grün, weil diese Anforderung hier wunderbar funktioniert. Und wir sauber um die Kurve sogar kommen. Sportplatz Wolfsruhe. Genau, jetzt kommt der Sportplatz. Das heißt, jetzt fangen wir ein bisschen an mit unserer Dörfertour. So. Wir sind in Friedeberg. Ich habe jetzt auch mal einen reinen Haltewunsch, wo wir nichts weiter tun müssen, als warten, dass die Türe sich hinten schließt. Schon können wir weiterfahren. Erling,
Hier haben wir noch ein paar Taxen stehen. Hallo. Hallo. So, Money im Doppelpack. Und wir sehen immer noch fein Feuerwerk. Ja, hier fahren wir schön vorsichtig. Von Weinsäcker Straße. So, wir sehen ein bisschen Ampel, das ist gut. Ein bisschen Ampel reicht ja auch. So. Also die Nachtexpresslinien, muss ich sagen, sind sehr, sehr schön. Auch anspruchsvoll. Du hast wirklich was zu tun. Hallo. Vor allem, du hast Fahrgäste. Du hast eine Masse Fahrgäste. Es gibt ja auch Maps, da hast du nach Expresslinien, da fährst du quasi volle Ölle nur durch. Wir machen mal das Fernlicht aus, das brauchen wir aktuell mal gar nicht. Weil hier ist es ja so schön beleuchtet. Da brauchst du echt kein Fernlicht. So. So, die Leute waren mit den Tieren knallen wahrscheinlich oder haben sich um ihre Tiere gekümmert. Weil Silvester, ne, das ganze Geknalle. Hast du auch Tiere, die damit nicht klarkommen? Hallo. Wir sind wahrscheinlich voll, weil die wollen jetzt nicht mit. Ist auch nicht schlimm. Mal auf der Linie kann ich jetzt schlecht mit dem Gelenkbus fahren, das wird unnormal. Da ist die Ampel, man sieht sie. Guck mal, jetzt mal zum Treppchen. Ja, am Treppchen. Eine schöne, ausgiebige Tour, muss man sagen. Erst die NE4 von Eschenburg nach Ruhau. Und jetzt geht es rechts weiter mit der NE3 von Ruhau nach Altendorf. Boah. Musste erstmal machen, musste erstmal bringen. Aber es lübt ja. Ne? Wir sehen, es lübt, es macht Spaß. Das ist die Hauptsache, dass es Spaß macht. So, hier ist es wieder was dunkler. Machen wir mal das Fernlicht an. Und dann sind wir auch schon am Treppchen. Hallo. Hallo. Sind immer noch schön pünktlich.
So, Türe ist geschlossen, weiter geht's. Du lässt uns aber erstmal hier schön durch, danke. Das war ein bisschen nah am Bordstein, zugegeben. Neumarkt. So, Neumarkt. Aber nicht der Neumarkt hier in Köln. Dafür müsste hier mir nicht mehr los sein. Ja, stehen bleiben, ja. Hallo. 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 Mal gucken, ob wir das hier noch hinkriegen. Weil wir waren ja jetzt relativ nah am Bordstein. Aber guck mal, funktioniert, funktioniert. So, da haben wir den Kollegen mit der NE3. Hallihallo, hallöle. So, stellen wir uns mal so ein bisschen quer hier rein. Guten Tag. Tag schön. Weil wir haben ja alle keine Zeit. Ne? Wir wollen ja mal zügig durch. So, wir haben 14:15 haben wir gerade gesehen. Oder 2:17 Uhr oder so müssen wir es jetzt haben. Wenn die Uhr richtig lief. So, da haben wir den nächsten Kreisverkehr. Oder auch Ampel. Hat ihr das gedacht, kommt Kreisverkehr wegen der Skulptur, die hier steht? Na. Was ist jetzt los? Das können wir gerade nicht fahren. Irgendwie ist der Gang jetzt raus, oder wie sehe ich das? Ne, die Feststellbremse war drin. Wie bin ich denn da rangekommen? Das weiß wahrscheinlich auch keiner. Egal. Passiert. Haben wir gesehen. Haben wir festgestellt. Stört aber nicht. Wir kommen weiter. Ganz sanft in die Bremse. Wir sind immer noch pünktlich. Also von daher mache ich mir da keine Sorgen. Und weiter geht's. Kommt ja nichts, da können wir direkt wieder rausfahren. Friedeberg Markt. So, der Friedebergmarkt. Auch genutzt für den Kurzläufer hier. Hallo. Hallo. Hallo.